ich werde weiterhin YouTube reden. Und ich sage einfach, da bin ich. Ich helfe dem, der meine Hilfe will. Aber Mama, hilf Gott, hat eben ein bisschen anders, dass man eben Gottes Wege sind, nicht unsere Wege. Da kommt zum Beispiel etwas furchtbar Schweres vielleicht einmal für dich auf dich zu. Was macht Gott? Er gibt dir so geistige Muskeln, dass du es kannst dann bewältigen. Was ist das? Vielleicht doch etwas Schweres. Schaut. Materiell gesagt, Gott möchte, dass unser Herz groß wird. Da gibt dann jemand einmal Steine rein. Das Gericht wird das Herz größer. Steine, das sind eben, es passiert vielleicht etwas, habe ich einen Spitalaufenthalt oder dies und jenes. Und das stärkt mich. Und ich werde dann, wenn noch was Größeres kommt, werde ich es bemeistern. Kein Bodybuilder, wenn er nichts tut, kann er nur lang so machen, da kommt nichts. Er muss üben, Muskeltraining machen. Und dann, ja, dann hat er Muskeln. Und wir im Geistigen eben auch. Und wenn ihr die Liebe Gottes wollt, dann macht euer Herz auf. Dann jemand hat mir gesagt, ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Dann sagst du ein Engel, Schutzengel, der weiß schon, wo der Deckel ist. Macht auf und bittet den Heiligen Geist, dass er Gott die Liebe pflanzt. Mein Tagesspruch war lange Jahre, Herr, lass mich dir eine Freude sein. Es ist nicht wichtig, dass ich Liebe habe. Es ist wichtig, dass ich Liebe geben kann, ihm. Von sich wegdenken macht viel glücklicher.